Hey, ihr schönen Menschen. Ich verstehe nicht, wieso der Besuch beim Psychologen in unserer Gesellschaft immer noch so ein Tabuthema ist, über das man nicht gerne redet. Ich meine, die meisten haben kein Problem damit, bei körperlichen Beschwerden zum Hausarzt zu gehen und zu sagen, yo Bruder, verschreib mal eine Packung Diazepam und wenn du schon dabei bist, sagen wir noch 5 Gramm Blue Dream. Wieso können wir bei seelischen Beschwerden also nicht dasselbe mit dem Psychologen tun? Auf Twitter habe ich euch deswegen die einfache Frage gestellt, was hält euch davon ab, in Therapie zu gehen? Und weil es sonst keiner tut, reden wir heute mal über eure Sorgen und Ängste. Ich denke, dass meine Probleme bei weitem nicht schlimm und ich nicht krank genug bin, um eine Therapie zu rechtfertigen. Menschen gehen aus den unterschiedlichsten Gründen zum Psychologen. Psychische Erkrankungen sind nur einer davon. Genauso aber auch wegen Beziehungsproblemen, Familienproblemen, Stresssymptomen, Identitätszweifel, Selbstwertverlust oder auch Liebeskummer, weil sie von einem so unglaublich gut aussehenden, charmanten und total bescheidenen Menschen wie mir abgewiesen wurden. Theoretisch kann also alles, was an deine seelischen Leidensgrenzen geht, eine Therapie rechtfertigen. Wir müssen echt dringend weg von diesem Bild, dass nur lebensunfähige Psychos in Therapie gehen. Aber klar, ich verstehe das, wenn du ständig sowas hörst wie "Denk doch mal an die armen Kinder in Afrika, denen geht's viel schlechter als dir." Dann zweifelst du irgendwann auch an dir selbst. Aber bitte sei da noch nicht mehr entspannt. Denk doch mal an die Faultiere, die sind viel entspannter als du. Gott, machen diese Tiere mich aggressiv mit ihrer Entspanntheit. Das will ich auch können. Jedes Jahr gehen in Deutschland übrigens mehr als 1 Million Menschen in Therapie. Das heißt, alleine in diesem Jahr befindet sich jeder 80. Deutsche in Behandlung. Also ungefähr. Ich hatte das Gefühl, dass ich alleine mit meinen Problemen fertig werden muss und nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein sollte. Das ist verständlich. Du gehst wahrscheinlich auch nicht sofort zum Arzt, wenn du mal etwas Kopfschmerzen hast oder dir ein wenig übel ist. Aber was, wenn es nicht besser wird, sondern nur immer schlimmer wird? Dann gehst du wahrscheinlich doch. Sicher kann man ein wenig Traurigkeit, Liebeskummer, Alltagsstress und Verunsicherung alleine überwinden. Aber wenn das über Wochen und Monate so geht, dann kann ein wenig Hilfe von außen manchmal echt hilfreich sein. Oder um es nochmal für die Penisträger unter euch auszudrücken, schmerzt dein Penis einen Tag. Denkst du vielleicht, du hast nur zu hart masturbiert. Schmerzt er allerdings einen kompletten Monat und rennst du ganz sicher hilfeschreiend zum Arzt aus Angst, du könntest ihn verlieren. Und dein Leben sollte dir definitiv mehr wert sein als dein Penis. Ich habe Hemmung, anderen meine Geschichte und Gefühle zu beschreiben. Ich würde sicher kein Wort rausbekommen. Und ich kann dir versichern, du bist nicht die erste Person, die dieses Problem hat. Das hat wahrscheinlich ein überwiegender Großteil der Leute, die sich in Behandlung begeben. Und Therapeuten haben echt viel Erfahrung darin, sich langsam ranzutasten, bis du dich wirklich öffnen kannst. Davon ab zielt auch nicht jede Therapieform darauf ab, deine ganze Lebensgeschichte aufzuwühlen. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze für ganz verschiedene Menschen. Und welche bei dir individuell Sinn macht, das muss man dann sehen. Die meisten denken wohl zuerst an Tiefenpsychologie. Das ist die Therapieform, die darauf abzielt, deine Vergangenheit zu durchforsten und danach Ursachen zu suchen. Dann gibt es noch Verhaltenstherapie, die darauf abzielt, aktuelles Verhalten zu reflektieren und sich problematisches Verhalten durch gezielte Übungen und Strategien abzutrainieren. Oder aber auch die Gesprächspsychotherapie, bei der stehst du als Person im Vordergrund und nicht dein Problem. Du lernst, neue Fähigkeiten zu entwickeln und selber Lösungen zu finden. Vielleicht hilft dir aber auch Gestalttherapie, die weniger darauf abzielt, zu interpretieren und zu analysieren, sondern deine Wahrnehmung zu sensibilisieren und dir deiner selbst mehr bewusst zu werden. Das war jetzt natürlich alles etwas verkürzt. Therapieformen sind nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Ich habe die Suche aufgegeben, nachdem ich viele gefragt habe, aber kein Therapieplatz mehr frei war. Das ist wirklich ein ernstes Problem, gerade dann, wenn du sowieso schon mit Sozialangst oder Antriebslosigkeit kämpfst und das liegt nicht mal daran, dass wir zu wenig Psychologen in Deutschland hätten. Nein, sondern lediglich daran, dass das deutsche Gesetz festlegt, dass pro 100.000 Einwohner nur eine bestimmte Anzahl Psychologen eine staatliche Zulassung bekommen sollen. Zu wenig, wie man eindeutig merkt. Deswegen kannst du als Privatpatient meistens ganz schnell vorbeikommen, bist du allerdings Kassenpatient, hast du die Arschkarte und darfst 6 bis 18 Monate warten. Will nochmal jemand fragen, wieso meine Beziehung zu diesem Land so kompliziert ist? Ich habe Angst, an den falschen Therapeuten zu geraten, der mich wie ein Kind behandelt und meine Probleme nicht ernst nimmt. Psychologen sind halt in der Regel auch nur Menschen. Das kann in 20 Jahren schon wieder ganz anders aussehen, aber aktuell ist das noch so. Und da kann die Chemie natürlich nicht immer stimmen. Muss sie aber auch gar nicht. Die ersten 5 Termine sind immer dazu da, sich erstmal kennenzulernen und eine Diagnose zu stellen. Und in dieser Zeit kannst du die Therapie jederzeit ohne Angabe von Gründen wieder abbrechen. Vielleicht ist das ja einfach nur eine pubertäre Phase und geht
von alleine wieder weg, dann mache ich mir nur unnötig Stress. Als jemand, der selber schon in der Pubertät mit seiner Psyche gekämpft hat, verstehe ich natürlich, dass alles manchmal sehr verwirrend sein kann und sich alles viel intensiver anfühlt. Da verschwimmen die Grenzen manchmal etwas. Sowas wie Stimmungsschwankungen, Identitätskrisen, Verunsicherung und Selbstzweifel können da natürlich manchmal ganz normal sein. Wenn dazu aber auch soziale Isolation, Selbstvernachlässigung, Appetit und Schlaflosigkeit oder sogar Suizidgedanken kommen, dann sollte man sich eventuell Gedanken machen. Wenn du jetzt noch das Bedürfnis bekommst, Nickelback-Songs mitzuschreien und anfängst, regelmäßig Chad Kroeger mit Kurt Cobain zu verwechseln, dann puh, da läuft definitiv was falsch bei dir. Na, wer hat die Nickelback-Jokes vermisst? Keiner, oder? Bei Jugendlichen können psychische Probleme übrigens noch am besten behandelt werden, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Verschleppt sich das allerdings bis ins Erwachsenenalter, dann wird es zunehmend immer schwieriger. Also los! Jetzt ist der beste Zeitpunkt, irgendwas zu tun. Zum Therapeuten zu gehen, würde mir das Gefühl geben, ein Versager zu sein und mein Leben nicht mehr selber im Griff zu haben. Dabei ist es doch eigentlich ein ziemlich starker und mutiger Schritt, sich aktiv Hilfe zu suchen und sich sein Problem zu stellen. Du könntest auch den ganzen Tag apathisch auf dem Bildschirm starren, dich durch den Tag kiffen, Just Another Face in Dauerschleife hören und hoffen, dass eines Tages alles besser wird. Und das Tag für Tag für Tag. Aber nein, stattdessen entscheidest du dich dazu, aktiv die Kontrolle zurückgewinnen zu wollen, dir Hilfe zu suchen, einen Termin auszumachen und dich dein Problem zu stellen. Und das ist ein verdammtes Zeichen von Stärke. Ich zitiere immer wieder gerne aus Concrete Feet von den grandiosen Apologies I Have None: Asking for help is not the same thing as failing. Wenn du dich jetzt dazu entscheiden solltest, dich deinem Problem zu stellen und Hilfe in Anspruch zu nehmen, findest du hier neben mir einige Anlaufstellen, wo du damit anfangen kannst. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg dabei. Mein Name ist Elliot Tender. Ich kann nicht behaupten, dass Therapie all meine Probleme gelöst hat. Die sind immer noch da. Aber sie hat mir definitiv einen guten Start gegeben, um in Zukunft selber daran arbeiten zu können. Bis zum nächsten Mal.